Die haben einen Jon OP oder was? Echt? Haben sie? Da habe ich schon direkt Angst. Oh. Also Riot wollte ja irgendwie nächsten Patch auch nochmal Jon buffen, da bin ich ein bisschen ausgerastet und ja, aber jetzt haben sie es doch nicht gemacht, die ne? Gott sei Dank. Waren es doch nicht, ja. Mega schade. Ich hasse AD Carry, hasse es so sehr. Aber du hast doch gewonnen vorhin, oder? Ja, aber das ist diese Supporter, ey. Ach so. Boah. Sehr gut, meinst du? Ich hatte einen Nico Support, ist auf die Lane gegangen, hat geintet. Mein Job hier ist done, geht Roman für den Rest des Games. Ich lane 2v1. Habt ihr gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Hast du richtig gemacht. Nein, aber ich war alleine. Sola. Sartorius, was sagst du dazu, dass Freddy auf seinem Toplane-Arc-Account Back 22 Back 24 gemacht hat? Hab ich geschafft, 24? Ja. Into Master mit 90% Winrate. Ja, nicht ganz, 87, weil ich kacke bin. Ich hab heute voll gechoked, Alter. Ich sag's mal so, jeder hat mal einen Lucky Streak. Nee, Spaß. Freddy ist doch gut. Warum wundert sich? Das war, ja, ich glaube aber bis Master, actually ist es Master kommen, ist glaube ich sehr viel leichter geworden. Ich glaube, als Toppen ist es so super leicht, Master zu kommen. Ja, aber die Leute also, sind sehr haben, abusbar auf der Lane, die Master, also so Low-Master Toplaner und Diamond-Toplaner. Ja, und dann wird es schwerer und du musst mental Buddha sein, gefühlt. Ich würde gerne sagen, wenn du deutlich besser bist, dann ist Toppen schon mit die beste Rolle zum Bombing-Line, oder? Mit Abstand die beste. Fühlt sich am leichtesten an zu climben, ja. Du bist so viel weniger abhängig gefühlt, weil du deinen 1v1 so snowballen kannst. Du kannst so viel machen. Warte, bis du climbst, Freddy. Warte. Ich kann mir das vorstellen. Ich glaube, das wird die schwerste Rolle noch. Ja, ja. Wie ist Jhin aktuell? Ist der gut? Statt ist der Trash. Oder? Na, er wird gebracht, nächsten Patch. Ich glaube, der ist nicht so gut. Wir haben gegen Hans einmal gewonnen mit Jhin, also. Da muss Kraft. Hast du Jhin gespielt oder er? Ich, Jinx gespielt. Du hast gegen Hans Sammers Jinx mit deinem Jhin gewonnen. Was willst du damit sagen? Nichts. Okay. Ja, und es war nämlich Sartorius Toplane Jhin, ne? Ich war ein krass nicht. Gewesen. Es gab doch mal eine Phase, wo Leute Toplane Jhin gespielt haben, ne? Ja, glaube ich, ja. Es gab einen Jhin-OTP. Das hat mir einer von meinen Mods geschickt. Der hatte 2000 Games Toplane Jhin mit genau 50% Winrate in Diamond gespielt. Macher. Eieiei. Oh, da ist was er. Hältst du von Baus Toplane AP Amumu? Sartorius. Ich weiß nicht, habe ich noch nicht gegen gespielt. Ich glaube, ich gehe da mit gemischten Gefühlen rein, sage ich jetzt mal. Ich kann dir sagen, ich hab da ein Game gesehen, also es war eine stabile 0-9-0 Performance. Eieiei. Aber Baus ist auch so, der wird das Ganze gebannt, dann wird er wieder inbannt, glaube ich, oder? Ja. Der hat mal seinen Support-Screen geschickt, da war alles nur voll I have been bad. Ja, der Playstyle ist natürlich auch manchmal ein bisschen Bodelast. Da gibt's ja so automatisierte Bands. Und er versucht ja schon zu gewinnen, darf man nicht vergessen. Ja, aber das ist schon manchmal ein bisschen hart, oder? So mit der 3-17 Quinder, da kratzt schon irgendwie nicht. Wo stehen wir denn gerade eigentlich FlexQ elo-technisch? Ja, ich bin jetzt auf dem zweiten Account, weil Sartorius noch ein bisschen niedrig ist, aber wir sind schon relativ gut dabei, ne? High Diamond oder so, Master, glaube ich. Wir sind ja, glaube ich, 9-1, ne? 9-1 stehen wir jetzt gerade. Ah ja. Wir haben echt schon eins verloren. Ja, das Kale-Game von Sartorius, weiß ich gar nicht mehr. Guck mal hier, Botlane kurz. Ja. Was, der K? Vorsicht. Ich glaube, beide haben keinen Flash. Vorsicht, der K. Auf jeden Fall nicht, ja. Sind sie doch. Das ist ein Sindrastern für mich, ne? In den Jhin-Root. Natürlich. Mhm, take the wheel. Right here. Ja. Aber jetzt hier der Jhin-Root? Okay, Mann. Ja. Hat das super geklappt, verstehst du? Nice. Dachte mir, ich gönn mir lieber die Goobies schnell. Hast du ja einfach gerade die Goobies gönnt, während ich für mein Überleben gekämpft habe? Ich hab gesagt, dass der... I'm sorry. Ja, alles gut. Ich bin da rausgekommen. Hast du dir gerade casual eine Packung Chips rein beim Zocken? Ja. Das würde ich auch gerne. Das einzige Problem ist, wie machst du das mit den Fingern? Weil die sind ja dann voll fettig, ne? Ja, wie machst du das mit den Fingern? Ja, ich gar nicht. Aha. Ich akzeptiere das einfach. Puh. Denkst einfach. Meine Maus hat schon ganz andere Sachen gesehen. Was? Warte mal, geht's an AI first? Keine Ahnung. Nein, niemals, ne? Ja, der trollt jetzt schon. Mein Gott. Hä, voll gut. Oh mein
mein Gott, Sartorius, okay, du bist der beste Spieler, Junge! Ja, das höre ich gerne. Ist nicht Sartorius dieser Toplaner, der bei der letzten Flex-Q-Aktion gegen so einen Goldspieler die Lane verloren hat? Ja, hab ich auch also gehört, das allererste Game, da kann ich mich noch an den Pfeffi-Vernichter auf Akshan erinnern. Ja, der Pfeffi-Vernichter, genau. Der war wirklich gut. Okay, also mein ganzer Chat schreibt irgendwie, jeder kennt Walter, ihr seid alle lost. Okay, cool, danke, Mann. Ja, das wurde mir auch gesagt von meinem Chat, aber das stimmt doch gar nicht, ne? Wer kennt denn Walter Frosch? Also, das Meme habe ich schon mal gesehen. Aber da waren doch am Anfang, haben die ganz viele verschiedene deutsche Memes gezeigt in dem Video. Und ich kenne da legit keinen von. Das war irgendwie, kennt ihr Familie Ritter? Sagt euch die was? Die kenne ich, ja. Hab ich noch nie von gehört. Jetzt hört es mal Familie Ritter. Sind es die, die Rittersport hergestellt haben? Hm? Bestimmt. Ah, ich hab keine Ahnung. Sah jetzt nicht so aus, als hätten die Ritter Frosch hergestellt. Okay, ich sagen. Ich glaube, der Base nicht. Oh, da ist der K. Oh, lebst du? Ja, ich bin fein. Komm, bin hinter ihm. Ist du wirklich mein? Die Dodge? Okay. Oh! He was not fine. Ich glaube, du kriegst vielleicht Double. Spoiler. Valkyrie. Körperlich. Oh ja, Macher. Ich hab jetzt gerade Doppel-Q. Okay. Ah, nice, das Sign-up ist okay, oder? Ja. Du bist halt geflasht, du musst halt nicht unbedingt die Ari feeden, ne? Ja. Wenn du Q maxst, ich glaube, das hat so Shy immer auf Toplane gespielt. Der hat immer Toplane-Kalista gespielt, ich weiß nicht, ob der es raus. Aber auf Toplane hat, müsste doch. Also, aber E und Onnet viel besser sein, oder nicht? Ich glaube, der hat auch ein normales Bild gespielt. Vielleicht Matchup abhängen? Das geht nicht auch. Okay. Bist du am Voll? Der K ist halt mega fett, das ist eine krasse Jungle-Diff, ja, das Game. Entschuldigung. Wow. Oh. Der stirbt doch nicht. Das ist ja null Damage. Oh. Komm mal, aber ich hab Movespeed, ne? Ich hab Movespeed. Was steht in Deutsch? Wenigstens etwas. Keine Ult, Valkyrie? Hast du doch keine Rettung. Geil. Hier wird nichts gerettet. Er schießt sogar Toplaner 1-3, der wird der Giga Gap da. Oh, ist das wieder schön. Krass. Das. Die Ari war 19 mal Toplane, aber. Oh mein Gott, der hat Exhaust! Ich komm. Kriegst du da? Vielleicht nicht? Ui. Das ist so dumm, wie ein Spell einfach alles countern kann. ADC Weak. Ne? Ja, ADC Weak, echt so. Wirklich. Hey, ich spiel Jin, guck mich nicht so an. Ja. Och nee. Solar, warum sind eigentlich aktuell so viele AD Carries in der Top 10 und wo bist du? Leute, der Kasus ist komplett 1v9 stark, ne? Der hat 3 Items und wir sind lauter Squishies. Tatsächlich, ja. Wird sich euch zu nahe treten, aber das könnte ein wenig hart werden, die Runde. Auch mal anspannen. Ja, gut. Auch mal anspannen jetzt, ja. Sartorius. Schau mal, ne? Ich zeig dir mal, wie man gegen so einen Toplaner hier vorgehen würde. Okay. Oh, dort. Nee, genau, danke. Wollen wir die Kill? Oh ja, okay. Ready. Nein, da. Was ist ein Loser? Warum klaust du den? Komm, ich komme. Was ist der Jon? Ich brauch's Gold. Ja, komm mal. Komm dazu, komm dazu. Oh, okay. Mach er. Oh. Okay, let's go, Nash. Nash? Nash. Nash. Geh mal kurz Base, ne? Oh ne, nochmal. Jin W ist der schwerste Skillshot im Spiel. Macht der Jon? Wer spielt das? Ich hab leider keinen Flash. Ein Flash, AD. Okay, der Sniper. Stark. Der Edge of Night ist okay. Boah, wie viel Damage macht der Torius? Yari? Oh, Cross. Hab immer noch einen Schreier. Ich hab uns einen Sinn getroffen, das Game. Wir haben uns Mitte-Turm dabei. Ah, er hat noch Ult. Oh, Valkyrie schaut. Oh, schön. Nice. Das ist ein gutes Play. Schön. Natürlich, ich tippe hier rein. Karik sagt Gold. Nice. Karik, oder ich bin da, keine Angst. Ja. Ich glaub, der steht dafür, oder? Ich oder? Keine Angst. Ist der E in 5? Ich glaub, der ist raus, oder? Ich krieg gleich mein E. Ich hab keine Angst. Los jetzt. Nice. Was? Ja. Ich glaub, wir pushen einfach, oder? Ja, zweiter Hilfe, oder? War gut. Ah, da ist er doch. Schön. Hab ihn getroffen. Schön, oh. Boah, Macher. Nice, okay, jetzt können wir vielleicht sogar das Spiel werden, weil wir. Ja. Ich spiel uns, oh. Lass die Ari schau mal hier. Ari hat einen guten Flank, warte. Hat sie? Ari ist tot. Genau, ich hab gedacht. Geht raus, aber. Oh. Der versucht's. Der hat 1 AP.
Da ist Sword. Ah, gut. Hat er Flash? Nein. 2 Sekunden. Okay. Nein, dem so lange einmal gegroupt, angespannt. Aber war also erstaunlich schwer, das Game, muss ich sagen. Und ich habe auch keinen richtigen Champion gekriegt. Bees. Nice. Du? 1. Oh. Sehr gut. Bees, Leute. 1-0. Let's go. Oh mein Gott,